GKN Pulver Metallurgie ist einer der weltweit führenden Hersteller von Sintermetallbauteilen. Wir produzieren an ca. 30 Standorten weltweit über 13 Millionen Bauteile pro Tag. Das Projekt ist eben gestartet dadurch, dass wir hier das Problem haben, dass wir kontinuierlich nachregeln müssen, dass wir nachtunen müssen. Die Aufgabe meines Labors war es, genau diesen Prozess zu automatisieren. Und dafür mussten wir Modelle entwickeln zunächst, die sowohl die Länge als auch die Masse der einzelnen Bauteile prädizieren kann. Die größten Herausforderungen waren tatsächlich, dass wir Methoden aus unterschiedlichsten Bereichen kombinieren mussten. Also aus der Mechanik zur Modellierung, aus der Regelungstechnik zur Automatisierung, aber eben auch aus der Informatik zur Prädiktion der einzelnen Massen und Längen. Diese Herausforderungen konnte man natürlich nur im Team meistern. Dazu konnten wir auf ein gutes Team zurückgreifen. Also das besteht aus meiner Gruppe, der Gruppe von Professor Ricci, also die zweite Gruppe von der Freien Universität Bozen. Dann aber auch das Laboratorium, das wir im Neu-Tech-Park haben und dort auch die entsprechende Ausrüstung nutzen konnten. Aber dann natürlich auch GKN Sintermetals, die uns die realen Produktionsbedingungen zur Verfügung gestellt haben und natürlich auch alle möglichen Informationen, die wir für die Modellierung und für die Automatisierung des Prozesses brauchten. Il contributo del nostro gruppo è stato fondamentalmente nell'analisi dei dati, cioè la macchina produce dei dati che sono collezionati da dei sensori. Dei dati che vengono collezionati dalla macchina siamo in grado di predire quali saranno le dimensioni e il peso del pezzo prodotto. Questo è molto importante perché permette di controllare, di prevedere quale sarà l'andamento della produzione e quindi anche di intervenire nel caso ci fossero dei problemi nella produzione. Der große Vorteil ist jetzt, dass wir einen stabileren Prozess haben, dass sich unsere Mitarbeiter um höherwertige Tätigkeiten kümmern können und dass wir weniger Ausschuss und somit weniger Schmutz produzieren.